Herzlich willkommen bei NAFTA Racing und einem neuen E46 Video. Ich nehme euch heute einfach mal mit auf die Reise und zeige euch, warum ich diese Baureihe so interessant finde. Viel Spaß! Bevor es jetzt losgeht, noch eine Erklärung. In dem Video rede ich viel über mein Auto. Versteht es also bitte nicht falsch als Lobeshymne, wie toll der Wagen ist. Und auch die Farbkombi und Farbe der Innenausstattung sind Geschmackssache. Und hauptsächlich der schwierigen Gebrauchtwagenmarktlage, meinem Budget und meinen Prioritäten beim Autokauf, als auch der Tatsache geschuldet, dass diese Fahrzeuge mittlerweile selten geworden sind. Es ist einfach nur ein Auto und eignet sich super für die Videoreihe. Heute präsentiere ich euch die Ergebnisse vom Wagener Ladeluftkühler und zeige, was hier mit einer Stage 1 Plus an Leistung möglich ist. Als erstes stelle ich euch das Fahrzeug vor, es gibt ein paar Infos zur Ausstattung und was den Kübel für mich so besonders macht. Danach reden wir über den Motor samt Hardfacts. Auch dem Thema Getriebe müssen wir Aufmerksamkeit schenken. Im Step 4 erzähle ich, wie viel Leistung mit der Hardware sinnvoll ist und was das Getriebe dazu sagt. Und im letzten Step geht es zum Flashen, meiner Applikation, der Diagnose und den Logs. Ich fange an mit der Fahrzeugvorstellung. Es handelt sich hier um einen BMW E46 Cabrio. Produziert 2006 in Regensburg, die Produktion ging bis 2007. Mit dem M57 3 Liter Diesel, handgerissen mit 6 Gang Schaltgetriebe. Neben M Sportpaket 2, Mischbereifung und Aerodynamikpaket inklusive sportlicher Fahrwerksabstimmung, das heißt progressive Dämpfer und tiefere Federn, verstärkte Querlenker und dicke Stabis. Selten wurde so viel Aufwand für ein Sportpaket in einer Fahrzeugreihe betrieben. Der Wagen erfüllt die Euro-Norm Euro 4 vom Werk aus ohne DPF, heißt also keine unnötigen Restriktionen im Abgasstrang, was den Gegendruck und die Leistungsausbeute angeht. Man muss alles richtig einordnen können. Wir reden hier von einem E46, einer Entwicklung aus den 90er Jahren mit dem ersten potenten Dieselmotoren, die BMW auf den Markt gespült hat. In Anbetracht dessen ist BMW ein großer Wurf gelungen. Moderne, potente und haltbare Antriebstechnik, ähnlich der E6X bzw. E9X Baureihe, verbaut in einem E46. Das Ganze gepaart mit der Fülle an Ausstattungen, mit einem erstklassigen Fahrwerk, das über jeden Zweifel erhaben ist. Und genau diese Kombination ist es, was das Fahrzeug für mich so besonders macht. Natürlich ist die E9X Baureihe in einigen Kategorien weiter, aber auch deutlich schwerer und komplexer. Und dann frage ich mich, ob auch wirklich performanter. Und genau das ist der springende Punkt. Hier zwei Zitate eines Pioniers aus der Fahrzeugentwicklung, die genau auf den Punkt treffen, was ich meine. Mehr Power macht das Auto auf der Geraden schneller, aber weniger Gewicht macht es überall schneller. Von Colin Chapman von Lotus. Und das zweite Zitat lasse ich einfach so stehen. Nicht nur das Design wirken zeitlos und sportlich, sondern auch die für damalige Verhältnisse üppige Ausstattung und Komfortfeatures machen heute immer noch eine gute Figur. Vor allem als 330D überzeugt mich der Wagen, das gesamte Antriebskonzept und dessen Potenzial, was auch der Grund war, warum ich mir ein Exemplar weggestellt habe. Thema Motor und Anbauteile. Wir haben hier einen M57 Motor mit der Kennung 306D2. Das Fahrzeug kam mit 204 PS und gedrosselten 410 Newtonmeter auf den Markt. Die Steuerung übernimmt eine DDE5 EDC16 C31 Steuerung mit einer Flashgröße von 1 MB. Der Grundmotor ist aus Grauguss und noch kein Aluguss. Der Motor läuft akustisch durch den Grauguss wesentlich ruhiger und harmonischer im Vergleich zum Alublock. Im Wesentlichen gilt er als nahezu unverwüstlich. Der Grundmotor macht nur selten Probleme.
Die nächste Baustelle ist der Zylinderkopf. Er ist aus Alu mit Gussnockenwellen. Hier sind noch keine gebauten Nockenwellen wie im Nachfolger verbaut. Der Turbolader ist bereits ein moderner GT2260V mit einem bereits elektrischen Aktuator und nicht mehr pneumatisch. Er ist gut für Leistungen um die 300 PS. Als nächstes sind die Injektoren dran. Sie sind 216er Größe und gut für Leistungen über 300 PS. Die Hochdruckpumpe ist eine CP3 R90 und gut für Leistungen über 400 PS. Und der Ladedrucksensor ist ein 400 Kilopascal Sensor und kann somit Ladedrücke bis 3 bar handeln. Wie ihr sehen könnt, sind hier richtig feine Anbauteile mit ordentlichen Leistungsreserven vom Werk aus bereits verbaut. Jetzt geht es um das Thema Getriebe und seine Schwachstellen. Verbaut ist ein 6-Gang-Handschaltgetriebe mit Erkennung GS6 53 Dora Zeppelin. Dieses gilt als absolut stabil und kann mit Drehmoment jenseits von Gut und Böse umgehen. Wäre da nicht Folgendes, nämlich die kleine Getriebeglocke, womit ich bei der ersten Schwachstelle des Fahrzeugs angelangt bin. Aufgrund der kleinen Glocke ist das ZMS und die Kupplung auf ca. 500 Newtonmeter Dauerbelastung ausgelegt. Auch gibt es hier kaum sinnvolle Upgrade-Möglichkeiten. Was kann man denn nun machen, um mehr Drehmoment zu fahren? Hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten stelle ich euch jetzt vor. Option Nummer 1, kupplungsseitig kann man auf die Sachs Performance oder Mehrscheiben PDC-Kupplung umbauen. Allerdings bleibt nach wie vor das Problem mit dem ZMS, das ab 500 bis 550 Newtonmeter je nach Zustand auf Block geht und dann sämtliche Schwingungen in Form von unangenehmen Vibrationen ins ganze Fahrzeug überträgt. Also muss hier zusätzlich auf einen Massenschwung umgebaut werden, was bei einem 3 Liter Diesel für den Alltagsgebrauch nicht besonders empfehlenswert ist, da die Drehschwingungen nicht mehr adäquat getilgt werden können. Option Nummer 2, der aufwendigste Umbau, den 306D2 Motor aus dem X5 E53 mit 218 PS mit dem großen Flanschbild einbauen und dann hast du die Möglichkeit sauber ein Getriebe mit großer Glocke anzuflanschen. Und Option 3, beschreibt die goldene Mitte zwischen Umbau 1 und Umbau 2. Man adaptiert das große Getriebe auf den bestehenden Motor mit seinem kleinen Flanschbild. Dafür brauchst du ein Getriebe aus der E9X oder E6X Baureihe mit großer Glocke, einen Flanschbildadapter, einen Pendelmassenschwung aus der N57 Baureihe und eine 550i Kupplung aus dem E60, dann sind dir problemlos 800 Newtonmeter und mehr übertragbar. Dann kann man den Motor komplett entdrosseln und in einer Region um 300 PS und 600 Newtonmeter abstimmen. Oder mit Upgrade-Lader, Düsen, große Ansaugbrücke, Leistungsregionen über 400 PS erreichen. Jetzt geht es um das Thema Leistung und wie viel hier überhaupt möglich ist. Wenn das Thema Budget keine Rolle spielt, sind der Leistung nach oben hin keine Grenzen gesetzt. Im Serientrim schafft der Motor 300 PS und 600 Newtonmeter, vorausgesetzt man hat sich um zwei Schwachstellen gekümmert. Einmal den anfälligen Blechkrümmer, der gerne zu Rissen neigt. Der muss in Ordnung sein, beziehungsweise wurde bereits getauscht durch einen Gusskrümmer von seinem Vorgänger, dem 306D1. Und die zweite Schwachstelle, über die wir bereits gesprochen hatten, ist der viel zu kleine Ladeluftkühler, der unbedingt gegen ein vernünftiges Upgrade getauscht gehört. Hat man sich um diese zwei Schwachstellen gekümmert, kann der Motor an sich im Serientrim locker seine 300 PS stemmen und 600 Newtonmeter drücken. Nun ist es ja so, dass im E46, im 330 CD, 6-Gang handgerissen, das
Getriebe mit der kleinen Glocke verbaut ist, somit das kleine ZMS und die kleine Kupplung vorhanden sind. Die maximale Grenze, die diese Komponenten können, liegt ungefähr bei 500 bis 550 Newtonmeter. Und ich habe mir als Ziel gesetzt, in meiner Applikation diesen Wert nicht zu übersteigen, beziehungsweise dafür zu sorgen, mich zwar sukzessive an diese Grenze heranzutasten, aber eben noch nicht, dass das ZMS auf Block geht oder die Kupplung des Rutschen anfängt. Also mit Seriengetriebe, Serienkupplung und Serien-ZMS sind 265, 270 PS und 500 Newtonmeter nicht großartig zu toppen. Wenn man sich um ein vernünftiges Upgrade des Getriebes, Kupplung und des Schwungrads gekümmert hat, kann man nun hergehen und den Motor ausreizen mit seinen Serienkomponenten und kommt ungefähr auf eine Leistung von 300 bis 320 PS und ca. 600 Newtonmeter. Und wem jetzt die Leistung immer noch nicht reicht und über die 300 PS kommen möchte, dem bleibt nichts anderes übrig. Nachdem er sich um ein vernünftiges Upgrade eben vom Getriebe gekümmert hat, als herzugehen und zu sagen, es muss jetzt eine große Ansaugbrücke her, die Ansaugung muss entdrosselt werden, es müssen große Einspritzdüsen verbaut werden, ein Upgrade-Lader, Downpipe, Auspuffanlage und dann geht es schon Richtung 400 PS, 800-900 Newtonmeter. Nun komme ich zum wichtigsten eigentlichen Thema des heutigen Videos, der Stage 1 Plus. Ich habe hier saubere 500 Newtonmeter, also knapp 100 Newtonmeter mehr zur Serie und 265 PS appliziert. Geflasht habe ich das Steuergerät mit MPPS V18 und habe jetzt knapp 100 Kilometer Log- und Diagnosefahrten unter Volllast absolviert und alle relevanten Messwerte mit Testo aufgezeichnet, mit INPA die Diagnose durchgeführt und im Nachgang die Daten auf Herz und Nieren geprüft. Und was soll ich sagen? Freue mich, wie harmonisch, elastisch und kraftvoll sich das Fahrzeug bewegen lässt. Dank des Ladeluftkühlers sind die Ladelufttemperaturen trotz Außentemperaturen von knapp 30 Grad nie über 45 Grad gestiegen. Und auch das ZMS und die Kupplung zeigen sich hier in keinster Weise beleidigt. Kupplung rutscht nicht und ZMS geht nicht auf Block. Und genau das war mein Ziel. Zu guter Letzt noch einige Worte zur Fremdsoftware, die sich auf dem Fahrzeug befand. Das Fahrzeug wurde ca. 50.000 Kilometer mit einer Fremdsoftware bewegt, appliziert von einem renommierten Unternehmen alter Schule für eine stattliche Summe beim Vorbesitzer. Mehr Leistung war spürbar, also könnte man sagen, Job erfüllt, so wie das vor einigen Jahren eben gang und gäbe war. Egal wie, Hauptsache mehr Leistung. Allerdings auf die Art und Weise umgesetzt, dass man das als Paradebeispiel für den Überbegriff dekalibrierter Datenstand at its best hernehmen kann. Ich nenne die Art der Applikation immer liebevoll Kraut und Rüben. Und leider auch in diesem Fall, wie so oft, beziehungsweise eigentlich immer, wenn ich Fremdsoftware prüfe, inklusive ausgehebelten Bauteilschutz. Fahrzeug fuhr sich im unteren und mittleren Lastbereich ganz okay. Im Volllastbereich war die Leistungsentfaltung unharmonisch. Der Drehmomentanstieg sehr grob, unter 2000 Umdrehungen kaum Drehmoment vorhanden, über 2000 der Einstieg umso heftiger, ab 3000 fing das Steuergerät an zu regeln, Rußentwicklung war nicht übermäßig, aber sichtbar und die Leistungsentfaltung war bei mehrmaligen Abruf nacheinander nie konstant. Und bei hohen Lasten in Verbindung mit hohen Außentemperaturen ging das Fahrzeug sporadisch in den Notlauf. Also Augen auf bei der Wahl des Tuners. Zur Not gibt es immer die Möglichkeit, den Datenstand von fähigen Leuten prüfen zu lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal.